Ich bin in Frankfurt am Main, Alt-Sachsenhausen, und möchte mir das mal angucken. Außerdem möchte ich noch eine ältere Dame besuchen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Kommt einfach mal mit, wird ruhig und entspannt. Ist schön hier. Unser Spaziergang durch die Altstadt beginnt in der kleinen Ritterstraße. Na, dann schauen wir uns doch mal um. Mal schauen, wo es mich überall hinführt. Ich finde, das hier ist eine sehr schöne Altstadt. Ist jetzt noch ruhig hier. Ich denke, abends wird hier richtig viel los sein. Ach, wir gehen erstmal hier rüber. Was ist das? Die Klappergasse. Gehen wir mal in die Klappergasse. Gucken wir mal. Ja, hier muss abends mächtig was los sein. Im Moment werden die wohl alle beliefert. Keine Ahnung, wann die Geschäfte oder die Bars hier aufmachen. Wir schauen einfach mal durch. Ah, die hat schon was, die Altstadt hier. Mein Gimbal verzieht sich ein bisschen, aber das korrigieren wir gleich. Vor allem die schönen alten Häuser hier zum Teil noch, wenn man hier mal guckt. Richtig schön alt noch, Fachwerk. Ja, mal gucken, was noch so kommt. Geht schon dann. Alles gut. Ach, da ist ja die alte Dame, die ich besuchen wollte. Darf ich vorstellen? Frau Rauscher. Heute scheint sie mal kein Wasser zu spucken. Oh, sie tut es doch. Frau Rauscher, was ist los? Ich habe dir doch gar nichts getan. Was machst du? Na ja, denn. Dann wünsche ich dir mal einen schönen Tag. Ich gehe jetzt mal weiter und guck mir mal eure schöne Altstadt an. Ja, gehen wir mal weiter. Frau Rauscher ist nicht gut raus. Na, schauen wir mal, was wir noch sehen. Ich glaube, jetzt komme ich erstmal aus der Altstadt wieder raus und muss sehen, dass ich auf einer anderen Ecke wieder reinkomme. Das ist ja mal cool. Guck mal, direkt ein Sofa vor der Bar. Ey, wie geil ist das denn? Jetzt gehen wir erstmal weiter. Ich muss gucken, dass ich auf die andere Seite wieder komme irgendwo. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Aber gucken wir mal. Selber mal ein bisschen orientieren hier irgendwie. Große Rittergasse, ja, gehen wir da mal rein, mal gucken, was uns da erwartet. Oh, das sieht ja hübsch aus da. Wow, das ist ja mal geil. Da bin ich so oft in Frankfurt und war noch nie an diesem schönen Ort hier. Das ist ja der Knaller. Sieht man mal, was man alles verpasst. Ja, wie ich hier drauf gekommen bin? Ganz einfach. Ich hatte vor vielen Wochen mal ein Video gemacht vom Frankfurter Bahnhofsviertel. Irgendwie waren die Leute damit nur zum Teil einverstanden. Es gab viele Diskussionen, gute, schlechte Kommentare. Ein Zuschauer meinte dann,
Zeig doch mal was Schönes von Frankfurt. Geh doch einfach mal nach Sachsenhausen, zeig da mal was. Ja, nun bin ich hier und ich muss sagen, ja doch, wunderbar hier. Oh, hier waren wir doch eben schon mal, oder? Nein, waren wir nicht. Waren wir nicht, denke ich zumindest. Gehen wir erstmal hier runter und dann vielleicht nochmal in die andere Richtung rum raus. Ja, ich bin extra mal ein bisschen früher hierher gefahren. Man will ja nicht unbedingt in den Trubel reinkommen dann. Dann werden die Aufnahmen auch nicht so schön. Ah, die Kneipen hier haben auch was. Das ist gar nicht mal übel. Da kommt jetzt die Paradiesgasse. Mal gucken, ob es da weitergeht. Schauen wir doch einfach mal. Oh, hier haben wir überall so schöne Brunnen. Das ist ja auch mal was. Das ist ja mal nicht schlecht. Das ist eine geile Bude, guck mal, richtig schön alt noch. Das hat was. Geil. Total verwahrlost. Ui, wie geil. Das ist ja cool. Wow. Alle Bauten mächtig alt hier, das hat was. Ja, im Hintergrund hatte mein Fahrrad wieder klappern. Ich bin vom Südbahnhof hierher gefahren. Mal gucken, dass wir hier mal durchkommen. Schön, wirklich schön.
Hier bin ich gestartet, so wie ich das sehe. Jetzt sind wir wieder eine Klappergast, glaube ich. Ja, sind wir auch. Ach, gehen wir einfach mal weiter, mal oben raus. Naja, vielleicht kommen wir da noch irgendwo an eine schöne Ecke. Ist wieder die liebe Frau Rauscher. Na, jetzt besser drauf. Wohin war der LKW im Weg? Hä? War nicht so das Wahre. Na denn, weiter. Hey, muss aber nett sein. Also wirklich, Frau Rauscher. Ja, die hat halt wirklich irgendwie miese Laune, glaube ich. Schön hier, könnte man den ganzen Tag spazieren gehen. Es ist ruhig, ja jetzt noch zumindest. Heute Abend möchte ich nicht wissen, was hier abgeht. Obwohl wäre auch mal interessant. Gehen wir mal hier oben in die Ecke. So, den Roller mal vorbeigelassen. Wo kommen wir hier hin? Schauen wir einfach mal. Ja, ich glaube, meine Zigaretten klappern schon wieder. Ich stelle mal das Fahrrad an die Seite und packe das erstmal ein bisschen um. Das Geklapper geht mir nämlich auch ein wenig auf die Eingeweide. Jetzt ist es besser. Kann man auch schön sitzen. Das hat was.
Drüben haben wir einen schönen Park, da gucken wir jetzt auch mal rein. Sobald die Ampel... Oh, das ging schnell. Okay. Ich wollte sagen, sobald die Ampel grün wird, aber das ist es schon. Ja, schauen wir mal in den Park rein. Da hinten haben wir den neuen Henninger Turm. Ja, auch schöner Platz. So, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Wenn ich richtig gelesen habe, ist das der Affentorplatz. Bleiben wir mal hier auf der Strecke kurz. Na, mal rübergehen, nicht mitten auf der Straße laufen, das muss man nicht haben. Verkehr blockieren wollen wir ja auch nicht. Ah, und hier scheint das Ganze dann irgendwie auch schon zu enden. Ja, ich hoffe dann mal, ich habe soweit alles Sehenswerte draufgekriegt. Und ja, dann werde ich mein Video hier beenden. Es ist nicht allzu lang geworden, muss ja auch nicht immer ewig lang sein. Abonniert den Kanal, teilt das Video gerne. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.